Was macht man als alternder deutscher Auswanderer hier in Thailand, Pattaya, während sich das ganze Land mit Hochdruck auf das neue Jahr und die entsprechenden Feierlichkeiten vorbereitet? Ja, ganz genau. Man geht in einen ruhigen Park, wo man seinen Gedanken nachhängen kann und macht nebenbei für euch ein kleines Video mit dem Thema mein persönlicher Jahresrückblick 2023. Mal sehen, was uns in diesem Jahr alles passiert ist. Damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu meinem ganz persönlichen Jahresrückblick auf das turbulente Jahr 2023 hier aus dem sonnigen Pattaya. Ja, wie eben schon gesagt, als alternder deutscher Auswanderer habe ich natürlich in den letzten 12 Monaten hier so manches erlebt. Manches war gut, manches war weniger gut, aber der Grundtenor ist ja, wir haben Sonne, wir haben Pattaya, was braucht man mehr? Januar 2023, vom Schnee zum Sand, das Jahr startete mit einem kulturellen Kontrast, der größer nicht sein könnte. Statt Schnee schaufelte ich nun Sand am Strand hier von Pattaya. Ja, mein Schneemann wurde kurzerhand zum Sandmann umfunktioniert, aber die heimischen Strandschnecken, die waren da schon ein bisschen beeindruckt, was ich hier mit meinen Fingern so im Sand anstellen konnte. Dem deutschen Winter gegen Sonne und Strand einzutauschen, ich glaube, das fühlt sich richtig gut an und jeder würde das gerne machen. Und wenn man dann auch die heimischen Weihnachts- und Wintergerichte gegen traditionelle Thai-Küche tauschen kann, na, ich glaube, diese Entscheidung würde niemand bereuen. Der Februar stand ganz im Zeichen von Thai-Unterricht für Fortgeschrittene. Mein Versuch, die feinen Nuancen der thailändischen Sprache zu meistern, erwiesen sich, ja, als, wie im letzten Video schon mal angedeutet, echte Herausforderung. Von ganz einfachen Worten, die jeder Thai so vor dem Frühstück noch drauf hat und bekommt unser einzigen Knoten in der Zunge. Aber meine Versuche, die Töne der Sprache richtig zu treffen, ließen wenigstens die Einheimischen lachen, wenn sie mich auch nicht verstanden haben. Aber wer braucht schon echte Worte hier in Thailand, wenn man alles weglächeln kann und dann schlicht einfach Mai Pen Rai sagt und schon kommt man hier wunderbar durchs Leben. Der März, natürlich der Monat von Songkran, Wasserschlachten und kühle Erfrischungen. Das thailändische Neujahrsfest feiern wir ja wie bekannt im März. Und was bringt es? Natürlich wilde Wasserschlachten mit sich. Für mich persönlich war 2023 die allerletzte Wasserschlacht gewesen. Nochmal tue ich mir das nicht an. Statt traditionell zu feiern, kauft man sich hier Wasserpistolen, Eimer mit eisigem Wasser und schon ist man in der Meute der Leute, die da kein Ende und kein Erbarmen kennen. Ich weiß, ich werde zu alt, aber Stand heute sicherlich zum letzten Mal, dass ich Songkran Festival auf diese Art und Weise begangen habe. Allerdings, es hat einen schönen Nebeneffekt, falls dann mal bei jemandem irgendwie Heimweh aufkommen sollte. So eine Wasserschlacht ist ein sehr, sehr effektives Mittel dagegen. Der April stand ganz im Zeichen vom Essen. Okay, ja, wie so ziemlich jeder Monat hier in Thailand. Allerdings für mich ganz persönlich als Highlight, da man ja auch im fortgeschrittenen Alter nicht mehr so viel Akrobatik im Schlafzimmer machen muss, kann man sich doch dem Sex des Alters hingeben und zwar dem Essen. Und so entdeckte ich hin und wieder meine Leidenschaft für thailändische Küche. Statt im Ruhestand hier vor dem Fernseher oder Computer zu hocken, stand ich nun mit Mot gemeinsam oft in der kleinen Küche, die wir haben, und zauberte ein paar schöne Menüs. Haben wir euch ja auch in Videos gezeigt. Gut, die Nachbarn waren vielleicht nicht ganz so begeistert von unseren Kochkünsten. Allerdings haben wir es bislang auch nie geschafft, den Feueralarm auszulösen oder wütende, klopfende Nachbarn an der Tür zu haben. Also scheint hier alles noch irgendwie im Rahmen geblieben zu sein. Und als schöner Nebeneffekt, ihr kennt das von Thailand, auch das fördert dann wundervoll die Verdauung.
Denn wenn das Essen nicht scharf ist, dann ist es nicht thailändisch genug. Von daher auch gut für meine Figur gewesen. Im Mai das für mich obligatorische Wiese-Abenteuer. Untertitel Die Kunst der Geduld. Tja, wenn man in die Tiefen des thailändischen Visum-Dschungels eintaucht, gibt's hin und wieder Überraschungen, lange Schlangen, Warten, undurchsichtige Anforderungen. Ja, das kann man eigentlich auch, wenn man es hinter sich gebracht hat, als Abenteuer bezeichnen. Aber so lernt man auch geduldig zu sein, weil schlussendlich bekommt man ohnehin die entsprechenden Stempel, die entsprechenden Aufenthaltsgenehmigungen. Und irgendwie funktioniert das dann alles. Es ist immer wieder eine schöne Achterbahnfahrt, aber das muss man einkalkulieren. Und vielleicht ist es auch für den einen oder anderen ein Jahreshighlight, das mitzumachen, das zu erleben. Dann seid ihr ganz genau bei mir. Im Juni wurde es dann sportlich, weil bislang war ich ja begeisterter Fernsehsportler, also beim Zuschauen. Zum Beispiel, ja, wenn es mal früher noch gute Fußballspiele gab, aber das ist lange, lange her. Also, wenn man in Thailand ist, findet man vielleicht auch seine Liebe zu den einheimischen Sportarten hier, wie zum Beispiel Muay Thai. Statt sich dann mit Bier die immer langweiliger werdende Bundesliga im Fernsehen in einer verräucherten Bar anzuschauen, geht man lieber zum Thai-Boxen, fürchterlich laut, man versteht die Regeln nicht und vielleicht kann der eine oder andere aber auch was abgewinnen und möchte dann mal selbst ein bisschen die Handschuhe schwingen, sich ein bisschen treten lassen. Gut, meins ist es nicht unbedingt. Bin ja da auch nicht so der sportliche Typ, wie ihr wisst. Aber es gibt viele Ausländer, die hier auch entsprechend auf die Schulen gehen. Und man könnte sich dann im Notfall vielleicht auch richtig durchtrainiert verteidigen, falls man mal in die Gelegenheit kommt, dass irgendetwas hier richtig aus dem Ruder läuft. Für mich zumindest nicht aktiv, aber wenigstens zum Fachsimpeln reicht's. Und wenn man da noch ein bisschen Geld verwetten darf, auf illegale Art und Weise, ist der Abend sicherlich beim Muay Thai Boxen gerettet. Im Juli setzt so langsam die Regenzeit ein und man kann wieder das zeigen, was man als Deutscher so drauf hat, zum Thema Heimwerken. Weil die Regenzeit bringt nicht nur nasse Straßen, sondern auch deckt gnadenlos jeden Baumängel bei euch im Haus oder bei uns im Kondo auf. Und wenn es dann auf dem Balkon von den Nachbarn oben durchregnet oder von irgendwo wieder Wasser kommt, ach, da braucht man doch keinen Handwerker rufen, der kommt ohnehin nicht oder zu spät oder reißt euch den ganzen Balkon dann ab. Das macht man alles wunderbar selber, klettert im 27. Stock auf Stühle, Tische und die Mia hält einen dann hoffentlich so fest, dass man die Löcher abdichten kann und nicht den fliegenden Superman hier aus dem Balkon macht. Auf alle Fälle eine wundervolle Bestätigung, dass man auch als Handwerker, als Mann nochmal richtig zeigen kann, was man so drauf hat. Der August machte hier langsam aber sicher aus der doch etwas ruhigeren Stadt in der Nebensaison eine laute Umgebung, viele Veranstaltungen, viele Konzerte und man wird dann unfreiwillig zum Experten für vielleicht auch Thai-Popmusik. Ja, überall große Bühnen, riesige Konzerte, keine Ruhe mehr in der Nachbarschaft, alles verwandelte sich in ein Klangmeer mit lauten Beats und schrillen Tönen. Ach ja, beschweren könnte man sich als Deutscher, aber was hilft, bringt sowieso nichts. Also was macht man? Man taucht ein in die Welt der Thai-Musik. Und wenn dann irgendwann mal ja, das Ohr aufgehört hat zu bluten, vielleicht eines Tages mag man auch diese Art von Musik. Ab September nähert man sich der Hochsaison hier in Pattaya und dann sollte man auch in der Zwischenzeit seine Fahrkünste, Auto, Moped oder auch mit anderen Transportmitteln so weit verfeinert haben, dass man sich hier gut im Straßenverkehr auskennt. Jede Fahrt mit dem eigenen Roller wird hier ein echtes Rennen, weil zwischen den chaotischen Straßen, den Hupen und dem Durchschlängeln zwischen parkenden Autos, wartenden Bussen und alles, was dazugehört, fühlt man sich so ein bisschen wie auf einer Kartbahn. Aber das macht das Leben spannend, das macht das Leben unheimlich interessant. Und dann mit Höchstgeschwindigkeit
einem der höchsten Adrenalinspiegel entgegenzurasen. Ja, warum nicht? Willkommen im Pattaya. Oktober, mein persönliches Highlight, das Loikathong, das Lichter- und Laternenfest. Das bringt immer eine magische Atmosphäre aus Lichtern und Laternen mit sich. Allerdings meine Liebe zur Pyrotechnik, ja, hat sich seitdem doch sehr, sehr gewandelt. Weil solange die Leute noch schöne Lampions steigen lassen, die kleinen Kartons im Wasser, alles wunderbar. Wenn aber rundherum um einen ein wahnsinniges Feuerwerk alle paar Sekunden gezündet wird, dann ist schnell Schluss mit lustig. Immer aufpassen auf die wenig vorhandene Frisur. Statt der eigenen Haare sollten dann doch eher die Kartons oder die Laternen, die in den Himmel steigen, Feuer fangen. Naja, nicht ganz so einfach. Guter Tipp für alle mit langen Haaren und für die Damen, die uns zuhören. Haare zusammen machen, schön tief in die Jacke oder ins T-Shirt mit reinstecken und schon braucht man nicht so viel Sorge mehr vor dem Feuerwerk zu haben. Oder wie wir das machen werden, weit, weit weg von den Verrückten zu bleiben. Hat man es bis November in Pattaya ausgehalten, kommt jetzt die Zeit, wo man sich so langsam Gedanken machen muss, was will man in der Hochsaison hier machen? Vielleicht so den Ruhestand entdecken, vielleicht auch eine etwas ruhigere Ecke sich suchen, weil mittlerweile ist die Stadt rappelvoll mit Touristen, jedes Wochenende noch mehr, noch mehr, noch mehr Veranstaltungen und man ist doch dann schon ziemlich in dem Gewühle drin jeden Tag. Ob man das für den Ruhestand braucht, ja, wer weiß das schon. Allerdings hat man sich die Stadt hier ausgesucht und muss halt mit diesen Dingen dann auch leben. Auch die Kunst des Chillens ist hier absolut möglich. So eng auf einen Raum geballt muss man sich ja auch nicht aufhalten. Man kann ja ein bisschen weiter rausfahren Richtung Naklöa hoch, Richtung Najomtien. Und schon findet man sicherlich auch ein schönes, entspanntes Plätzchen, wo man vielleicht auch zwischen zwei Kokospalmen seine Hängematte aufhängen kann. Und dann lernt man ganz gemütlich den Tag durchzubringen, ohne irgendwas zu tun, ohne an irgendwas zu denken. Ja, so stelle ich mir meinen thailändischen Ruhestand hier vor. Der Dezember, gewöhnlich die fröhliche und besinnliche Weihnachtszeit. Allerdings hier im Tropenparadies eher als Weihnachtsmann im Badeanzug. Das ungewöhnlichste Weihnachtsfest, das man erleben kann, erlebt man halt hier in Thailand. Statt Schnee und Glühwein gibt's Sonne und Kokosnusscocktails. Sehr zu empfehlen, liebe Zuschauer. Wenn der Weihnachtsmann oder die Weihnachtsfrau dann kommt, könnte sie im Badeanzug Geschenke verteilen, vielleicht sogar auf einem schönen Surfbrett. Ja, wer sowas kann, das sieht richtig gut aus. Aber selbst wenn die Traditionen anders sind, festliche Stimmung und vor allem das Herz von uns Männern erwärmt das auf alle Fälle. Ja, wenn ich so ein Fazit ziehen muss, insgesamt war mein Jahr als alterner Deutscher hier in Thailand und Pattaya ein wilder Ritt mit vielen Höhen und Tiefen, aber immer einer tropischen Lebensart, von kulturellen Missverständnissen bis zu kulinarischen Fehlentscheidungen. Ich glaube, da war alles mit dabei gewesen. Aber ich kann mit Gewissheit sagen, dass das Leben hier für mich absolut alles andere ist als langweilig. Und dann lasst uns gemeinsam anstoßen auf ein weiteres Jahr voller Abenteuer, Lachen und einem nie zu Ende gehenden Überraschungsleben hier in Thailand. Liebe Zuschauer, das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit mir gehabt, hier auf dem doch etwas anderen Jahresrückblick. Wenn euch solche und ähnliche Videos gefallen, abonniert gerne unseren Kanal, liked das Video, teilt das Video. Dann wünschen wir euch auf alle Fälle schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Wir hören uns morgen nochmal mit Nachrichten. Und bis dahin sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Und tschüss, bis zum nächsten Video hier auf unserem Kanal.